Allerdings überlegten wir uns noch, geht denn das so einfach? Sollten wir nicht lieber drüber steigen? Aber dann sahen wir ein, nee, das Ganze war uns zu hoch. Es war ja offen, das Tor. Man brauchte nur durchzugehen. Also ihr seid Musiker? Ja. Wollt ihr ein Gastspiel hier machen? Nein, wir wollen nach Cottbus. Zum Theater der Courage. Ich war da schon mal engagiert. Ach du großer Vater, Rückwanderer. Ja. Na, da melden Sie sich am besten zuerst bei uns im Demokratischen Rundfunk. Und hier, meine lieben Hörer in der Deutschen Demokratischen Republik, haben wir mal wieder den klassischen Zusammenbruch des monopolkapitalistischen Systems. Da ging ein Musiker, republikflüchtig, nach dem Westen. Nunmehr geheilt, im Geiste gesundet, wieder normal, wie ein Mensch denkend, kehrt er zurück und bringt noch zwei seiner Musikerkollegen aus dem Westen mit. Adalbert. Was lernen wir daraus, meine Hörer in der Deutschen Demokratischen Republik? Wer unser neues Deutschland, unsere junge Volksrepublik verlässt, der kann nur, der muss verrückt sein. Kollegen Musiker, wir wünschen euch allen Glück auf an unserem schönen Theater der Courage in Cottbus. So. Na, Lukas, da bin ich wieder. Hast du eine Ahnung, was mit uns dreien hier passieren wird? Ich wär verrückt. Arthur, na, das ist aber ein Ding. Na, ist da alles wieder klar da oben? Ist ja nie was gewesen, ne? Na, dann ist ja gut. Ihr seid also die drei Musiker, nehme ich an, die bei unserem neuen Regisseur für unsere große Arbeiter- und Bauernrevue Probe spielen sollen. Ah, hier sind die Noten. Eine Stunde Probe mit Ensemble für Schlagzeug, Pfeife, Schalmei. Wer die Partei nicht liebt, will den Krieg. Viele lieben die Partei. Aber wir Friedenskämpfer sind immer bereit, die kriegslüsternden Feinde der Menschheit zu zerschmettern. Der Goldschuss ruft. Halt, so geht das nicht. Wo sind denn die neuen Musiker, die hier Probe spielen sollen? Hören Sie mal, ihr Nosse Glaubke, die Musiker sind noch nicht da. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben drei Musiker zum Probespielen heute herbestellt. Unpünktlich am ersten Tag, das habe ich gern. Die Genossen Schauspieler gehen bitte in die Garderobe und warten auf Abruf. Ich unterbreche die Probe, mir passt das nicht. Hier ist es, Macke Adalbert. Ich hatte mal verlaufen, ihr müsst den Gang links nehmen. Sagen Sie mal, Genosse, gehören Sie vielleicht zu den Musikern, die heute hier probieren sollen? Finden Sie nicht, dass das höchste Zeit wird, wenn Sie hier neu sind, pünktlich zu sein? Aber Meisterchen, wer wird sich denn gleich so aufregen? Wie heißen Sie? Was ist denn das für ein Ton? Das ist ja ein Ton, wie bei der Reiter ist, Ahnung ohne Pferde. Was haben Sie da eben gesagt? Ich werde Sie sofort des Hauses verweisen, dem Genossen Kulturpolitleiter zur Bestrafung wegen Sabotage der Theaterarbeit im VEB Courage Cottbus melden. Aha, da sind ja die anderen. Vorsichtig, Mackel, das ist ein 150-prozentiger. Tag, Schwager. Ja, was ist denn das? Macke? Tag, Parteigenosse Glaubke. Wie kommst du denn zum Theater? Und da hatte ich den entscheidenden Fehler gemacht, obwohl Parteigenosse von mir eigentlich eine Untertreibung war in Bezug auf Glaubke. Aber ich fiel von einem Staunen ins andere. Knösel, wie kommst du denn hierher? Mensch, Macke, mein kleiner Kellerprinz. Immer beiseite, Genosse Regisseur. Knösel mit Ortsgruppenleiter Glaubke? Nicht doch solche Vornamen, Macke. Was machst du denn hier? Die Parteileitung hat mich beauftragt, die Theater in der DDR mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Anzuregen zur Mitarbeit am geistigen Aufbau des Sozialismus. Macke, unser letztes Zusammentreffen vor 6 Jahren in deinem Keller mit deinem Vater tut mir sehr leid. Vergessen wir doch. Ja, nee, ich weiß es ja noch. Du hast mir ein Ding an den Kopf gehauen, weil ich einen Nazi dort versteckt hatte, also mein Vater, wo ich dich mal versteckt hatte. Und heute versteckst du Ortsgruppenleiter Glaubke, der dich mal aus dem 4. Stock für 7 Jahre lang in ein Loch gejagt hat? Das war dein Vater. Knösel, Ortsgruppenleiter Glaubke, dein Klassenfeind. Heute hier, bei dir. Schämst du dich gar nicht? Ach, Quatsch. Erstens ist der Bruder von Glaubke Sekretär in der Parteileitung von Cottbus. Und als solcher ganz ehrlicher alter Kommunist. Zweitens ist dein Vater ganz was anderes. Der ist im Westen. Und dadurch eben gefährlich, weil er an einem neuen Krieg mitarbeitet. Gegen uns hetzt. Er hat sich auch nicht geändert. Denkt wie früher und glaubt heute sogar noch mehr dran. Solche Männer wie Glaubke haben nach dem Kriege sofort erkannt, auf welcher Seite sie mitarbeiten müssen, damit sich was ändert. Ich meine, wir haben in der Partei, in den Verwaltungsstellen, in der Armee auch alte Nazis. Aber die haben sich geändert. Die sind keine Nationalsozialisten mehr.
Heute aber, Kameraden und Genossen, sind Sie Internationalsozialisten. Und ich, euer Adolf Hitler, bejahe das. Denn dafür sind wir angetreten. Die Reihen festgeschossen. Ein das Volk, ist ja wie früher. Ein Reich, ein Glaube. Denn das ist meine Idee, die ich der ganzen Welt vormache, bis alles in Scherben fällt. So wollte ich es und die Vorsehung. Deutschland reicht bis Sibirien. Braune Kommunisten, rote Nationalsozialisten, Weltanschauung für Farbenblinde. Und so habe ich beschlossen, eine Emigration von Ja-Sagern zu begründen. Das war wohl das, was man Lebensrhythmus nennt.